Do you feel the pressure? Hallo Freunde und willkommen. Heute zeige ich euch, wie wir die kleine Vorschaufenster in der Taskleiste unter Windows 7 oder 8 einfach ein bisschen vergrößert, größer machen könnt, anzeigen lassen. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn wir hier mehrere Fenster aufmachen, einfach und hier in der Taskleiste mit der Maus rüber gehen, dann erscheinen hier die Vorschaufenster hier, die sollen dazu dienen, dass wir den Überblick behalten, wenn wir viele Tasks aus haben, was leider nicht immer so gelingt, weil, finde ich, die ein bisschen klein sind und man nicht so wirklich erkennen kann, wenn man jetzt viele hat. Mit einem kleinen Trick bzw. Änderung in der Registry können wir diese Vorschaufenster hier einfach etwas größer anzeigen lassen. Oder dazu, ich schließe das jetzt hier alles nochmal, öffnen wir unsere Windows Registry hier, Edit hier einfach eingeben und hier die Registry einfach mit Ja bestätigen. Genau, das ist jetzt die Windows Registry hier. Denkt dran, wenn ihr hier was macht, dann bitte auf eigene Gefahr und Risiko. Am besten, ihr macht euch hier von immer ein Backup vorher, bevor ihr hier irgendwas ändert. Das geht hier, indem ihr hier auf Datei klickt und exportieren, einen beliebigen Namen eingeben, Speicherort aussuchen und speichern. Dann habt ihr das hier. Ich habe jetzt hier schon, falls es irgendwie was schief geht, dann könnt ihr das wieder hier rüber einfach importieren und schon habt ihr euren alten Stand wieder. Genau, jetzt zurück zu dem eigentlichen Thema. Dazu gehen wir hier auf, navigieren wir zum hier Hotkey Current User Software Microsoft Windows, genau, Windows Current Version und jetzt hier Explorer. Und jetzt müsste irgendwas, genau, Taskband hier, das ist der richtige Schlüssel hier. Wir navigieren, wie gesagt, hier hin und jetzt, hier auf der rechten Seite, falls noch nicht vorhanden, stellen wir uns ein neues D-Word-Wert hier, indem wir einfach hier irgendwo mit der rechten Maustaste draufklicken, neu D-Word-Wert 32-Bit. Den müssen wir jetzt hier einen Namen geben und zwar min-thumb size pixel px min-thumb size. Okay, jetzt haben wir unseren D-Word-Wert hier erstellt. Einfach mit ändern oder doppelklicken und hier können wir jetzt einen Wert eingeben in Pixel. Ich mache mal 500, also wie groß jetzt die Vorschaufenster hier sein soll. Sinnvoll ist hier, glaube ich, so um die, ich weiß nicht, zwischen 250 und 500. Genau, hier Dezimal auswählen, ja, auf Dezimal gehen und dann unseren Wert hier eingeben. 500 Pixel. Einfach mit OK übernehmen und schon haben wir jetzt hoffentlich, ich schließe das mal hier, ich guck mal, genau, ich schließe das, ein Neustart ist natürlich erforderlich an der Stelle, damit Windows die Änderung hier erkennt.
Ich mache mal einfach mit abmelden und wieder anmelden einfach. Das geht schneller und hat, denke ich, die gleiche Wirkung. So, und jetzt, wenn alles funktioniert hat, dann öffne ich mir jetzt ein paar Tabs hier und gehe mit der Maus rüber. Genau, und sehe da, schon habe ich hier dem ja, größeren Vorschaufenster und kann besser was erkennen. Somit den Überblick besser behalten. Ja, also wie gesagt, hier könnt ihr da Werte zwischen, ich weiß nicht, könnt ihr einfach mal rumspielen mit dem Wert. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, denkt dran, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, und bis nächstes Mal.